Brüder werden mir das niemals glauben. Platz! Holla! Meister Hexer! Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht... Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Da ist der Wagen. Thank you.
Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat, mit Blut bespritzt. Menschenblut. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht, mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Zu schnell, Plätze. Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergriffreiter Hans Germer, 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv, im Untergrund, in den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament, unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verstecken. Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier, das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests Andenken.
Halt! Oha! Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Bist du Mislav? Psst! Hörst du das? Wölfe? Nein, wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen, erwürgen sie, töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Zu spät. Noch ein Angriff. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Tut mir leid. Hoffentlich habt ihr euch nicht zu nahe gestanden. Nein, überhaupt nicht. Also... Kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf.
Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Diese Spuren sind älter und tiefer, schwer gepanzert, wohl Nilfgaarder. Störig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Kaiser M. hier dürfte dir egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht.
schon tun die Gelenke weh. Scheint in diesem Land eigentlich irgendwann auch mal die Sonne? Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Aber ich... Interessant. Und was... Vor Tages... Willst du... Mein erster Pfann. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Lass den Regen das Blut von den Felsen waschen. Hat die Alte eigentlich die Wäsche abgenommen?
Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Langsamer. Wir essen in unserer Not immer grün. Sie haben uns die Ernte... Freudemar! Kein Geld hier mit mir? Ich heiße jetzt Derva. D-E-R-V-A-N. Nicht guter Freudemar. Mann. Wem gehören die Felder am anderen Flussufer? Am Wald? Bojan Klimmig. Guter Mann, Meister Heck. Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ich habe den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Bis später, Wesemir.